Was geht ab, liebe Wrestling-Fans, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Gestern fand eine weitere Ausgabe von 2K's Showdown Stream auf Twitch mit Lexi und Stax von 2K statt und wieder einmal gab es einige Informationen zu WWE 23. Neben Entrances, Finisher und Ratings gab es obendrauf einen Teaser für den kommenden DLC samt Bray Wyatt. Falls ihr übrigens keine News und Infos mehr über WWE 23 verpassen möchtet, empfehle ich euch, meinen Kanal mit einem Abo zu unterstützen und die Glocke zu aktivieren. So bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand und euch entgeht garantiert nichts mehr. Direkt zu Beginn des Streams ließ Lexi es sich nicht nehmen, den Stream mit einem Einzug zu starten. Hierbei wurde der Einzug vom Original Bro Matt Riddle gezeigt. Dieser trägt in diesem Jahr ein goldenes Attire, welches er zuletzt bei der Raw-Ausgabe vom 7. Februar 2022 im Match gegen Seth Rollins trug. Auffällig ist auch, dass er einen neuen Entrance spendiert bekommen hat und ab sofort mit dem Scooter zum Ring fährt, was ich sehr cool finde. Vergleicht man das Modell von Riddle mit dem aus dem Vorjahr, kann man auf jeden Fall erkennen, dass sich das Modell stark verbessert hat. Nach dem Einzug wurde ein Video von Cornell eingeblendet, welcher in der Spezialausgabe vom 2K Showdown drei weitere Ratings präsentierte. Diesmal waren Carmelo Hayes, Caden Carter und Cortana Chance an der Reihe. Carmelo Hayes, welcher sein Debüt in der Spielereihe feiert, zeigte sich nicht ganz so überzeugt von seinem 82er Rating, während sich Caden Carter, welche ebenfalls neu im Spiel vertreten sein wird, sich über ihr Rating von 76 freute. Auch Cortana Chance, welche bereits im letzten Jahr als Casey Catanzaro Teil des Banzai DLC Packs war, freute sich über ihr Rating von 79. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich ihr Rating jedoch nicht verändert. Nach den Ratings gingen Lexi und Stax zu den Abstimmungen für die erstellten Superstars über und welchen Finisher ihr erstellter Superstar zur Präsentation auf Twitter nutzen sollte. Zuerst wurde ein exklusiver Einblick auf Bron Breakers Finisher gegeben, welcher hier sein Finisher, den Gorilla Press Power Slam, gegen Grayson Waller zeigt. Als nächstes wurde dann natürlich auch der Finisher von Grayson Waller gezeigt, welcher extrem cool umgesetzt wurde. Zunächst verlässt Waller nämlich tatsächlich den Ring, bevor er sich umdreht, in den Ring springt und dann seinen Stunner gegen Breaker zeigt. Neben Breaker und Waller wurde auch noch der Finisher von Asuka gezeigt. Diese zwingt Bianca Belair im gezeigten Material mit dem Asuka-Lock zur Aufgabe. Neben den Finishern kamen die beiden außerdem noch auf das Roster-Reveal zu sprechen, wo den Zuschauern im Stream noch exklusive Einblicke auf Ingame-Material von einigen NXT-Superstars gewährt wurde. Zunächst wurde Nikita Lyons in ihrem roten Attire mit einem Teil ihres Einzuges gezeigt, ehe man noch ihren Finisher, den Split-Legged-Leg-Drop samt Pin-Animation zeigte. Hier muss ich sagen, dass ich das Modell von Nikita sehr gelungen finde. Danach wurde außerdem das Modell von Roxanne Perez präsentiert. Auch hier gab es zuerst den Entrance zu sehen und im Anschluss wurde ihr Finisher präsentiert, ein Corner Springboard, welcher in einem Sunset Flip mündet. Hierbei wurde außerdem die neue Version der NXT Arena gezeigt, wodurch noch einmal bestätigt wird, dass wir sowohl die alte NXT 2.0 Arena als auch die neue NXT Arena im Spiel verwenden können. Ebenfalls wurde nochmal ein kurzer Ausschnitt von Carmelo Hayes Entrance gezeigt, ehe man auch hier sein Signature Move präsentierte, nämlich einen Springboard Leg Drop gegen Bron Breakker. Neben den Reveals der NXT Superstars wurde außerdem noch ein Screenshot von Finn Balor geteilt, welcher mit seinem Judgment Day Attire ins Spiel kommt. Vergleicht man dieses Modell mit dem aus dem Vorjahr, kann man nur schwer einschätzen, ob das Modell noch einmal erneuert wurde. Auffällig sind jedoch die Augen, welche zumindest in der Perspektive anders erscheinen. Im Großen und Ganzen ist das Modell von Finn Balor trotzdem erstklassig und gut getroffen. Kommen wir nun zu dem für viele spannendsten Teil des Streams. Während Lexi und Stax über einige Themen im Stream sprachen, kam es zwischendurch immer wieder zu kurzen Einblendungen, welche einige Hinweise auf die kommende DLC-Ankündigung liefern. Zum einen erschien während dem kurzen Videoglitch ein Datum, welches auf den 1. März datiert ist. Da dieses Datum wieder auf einen Mittwoch fällt, kann man erwarten, dass dort erneut ein 2K Showdown Stream auf Twitch stattfinden wird und man dort eine Ankündigung Richtung DLCs tätigt. Das Ganze wäre auf jeden Fall etwas überraschend, da man im letzten Jahr die DLCs wenige Tage nach dem Release angekündigt hat. Neben dem Datum haben sich außerdem noch zwei weitere Hinweise versteckt. Zum einen konnte man in einer Sequenz Bad News Paper herauslesen, was sehr dem Bad News Barrett Gimmick vom SmackDown-Kommentator Wade Barrett ähnelt. Dies wäre schon der zweite Teaser, welcher auf ein Comeback von Barrett im Spiel hindeutet. Zuletzt wurde Wade Barrett während eines Tweets vom WWE Games Twitter-Account am 15. Februar angedeutet, als man darauf aufmerksam machte, dass der Release von WWE 23 nur noch 30 Tage entfernt sei. Darüber hinaus gab es außerdem noch einen weiteren Teaser.
Verlangsamte man die kurze Einblendung des Glitches, konnte man ein bekanntes Logo erkennen, nämlich das der Motte, welches auf dem Kopf steht, und dies gehört natürlich keinem geringeren als Bray Wyatt selbst. Obwohl Lexi und Stack so taten, als wären sie ahnungslos und wüssten nicht, was es mit dem Zwischenfall auf sich hatte, deutet natürlich nun alles darauf hin, dass sowohl Wade Barrett als auch Bray Wyatt Teil des kommenden DLCs von WWE 23 sein werden. Doch spätestens am 1. März werden wir jedoch mehr erfahren. Soweit waren das jedoch erst einmal alle Infos zum vergangenen Showdown-Stream von 2K. Ich persönlich finde ja, dass diese Streams genau das Richtige sind, um das Spiel weiter zu promoten, und mit der Spezialausgabe hat man noch einmal einige coole Informationen preisgegeben. Ansonsten war es das für heute mit dem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da, damit ich euch in Zukunft mit noch mehr Infos zu WWE 23 versorgen kann. Wollt ihr noch mehr Content sehen, empfehle ich euch außerdem, auf meinem Twitch-Kanal vorbeizuschauen. Dort wird es zum Release von WWE 23 am 14. März nämlich jede Menge Livestreams geben. Den Link dazu sowie zu meinen anderen Social-Media-Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Also dann, macht's gut, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Enno.